Unsere Emotionen, unsere Gefühle bestimmen unsere Wahrnehmung und unser Verhalten. Ich bin nicht gut genug. Ich bin alleine auf der Welt. Ich bin nicht liebenswert. Ich traue mich nicht zu tun, was ich eigentlich tun möchte. Ich bin ausgeliefert. Solche Gefühle, solche Emotionen können sogar körperlich krank machen. Wie kann das sein? Es ist so, wir glauben, unser Verhalten mit unserem Bewusstsein zu steuern, aber das Bewusstsein ist nur die Spitze des Eisbergs. Darunter versteckt sich das gigantische Unterbewusstsein. Hier werden alle Entscheidungen getroffen, ohne dass wir es merken. Negative Erfahrungen oder traumatische Erlebnisse der Vergangenheit bestimmen unser Verhalten an der Oberfläche.